Trainer vom VfB Bochum, Thomas Reis, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Mit Herrn Reis gebe ich als Gästetrainer das erste Wort. Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal schönen guten Tag. Wir sind natürlich heute alle sehr glücklich, dass wir den Bock endlich umstoßen konnten, weil wir haben in den letzten Wochen, glaube ich, waren wir immer kurz davor, haben das Ziel nicht ganz erreicht. Die Art und Weise, wie die Truppe heute aufgetreten ist, sehr mutig gespielt hat. Wir haben versucht, Heidenheim nicht ins Spiel kommen zu lassen, weil wir wussten, dass wir sehr variabel im Spielaufbau sind, die ein oder anderen Schnittstellenbälle spielen. Wir wussten auch, dass sie durch Standards gefährlich sind, da haben wir leider zu viele zugelassen. Und ja, letztendlich haben wir unser Ziel erreicht, dass wir drei Punkte mitgenommen haben. Ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit gehen die meiner Meinung nach auch in Ordnung, auch wenn es dann zum Schluss noch mal ein bisschen kritisch wurde, weil Heidenheim dann dementsprechend auch Druck gemacht hat und nicht umsonst steht die Mannschaft sehr weit oben. Und wir sind dann einfach nur glücklich, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren können. Danke. Vielen Dank, Frank. Dein Fazit bitte. Ja, erstmal Glückwunsch, Thomas, zum Sieg und zu den drei Punkten. Schließe ich mich an, die waren natürlich verdient. Warum waren sie verdient? Weil wir ja zu viele Fehler gemacht haben, in einer Art und Weise, die wir so nicht kennen, auch geballt auf unterschiedlichen Positionen. Ich glaube, das 1-0 schon bezeichnend, im Spielaufbau den Fehler gemacht, schneller ausgeführter Einwurf, nicht schnell genug an den Gegenspieler orientiert, 1-0 hinten, davor war schon der Ball auf der Latte, war auch kein Hallo-Wach-Effekt. Und bezeichnet dann auch das 2-0 in der 14. Minute einen Einwurf. Beide Innenverteidiger gehen unter den Ball durch. Kommt zur Situation, dass Meier in den 16er reingehen kann. Wir versuchen noch zu klären. Querpass und Blum ist komplett frei. Dann ist es schon extrem schwer, wenn man so früh so klar zurückliegt. Wichtig war trotzdem, dass wir dann durch eine Standardsituation das 2-1 machen. Es hat uns alle Optionen gegeben für die zweite Halbzeit, das haben wir uns auch vorgenommen. Aber wenn man so will, dann in der 48. oder 49. Minute war das Spiel für uns dann vorbei. Der dritte haarsträubende Fehler, klar, muss auch ein Gegner auf dem Platz sein, der Fehler ausnutzt. Das ist auch Qualität, aber wir dürfen uns einfach so nicht anstellen im eigenen Ballbesitz, was man der Mannschaft dann definitiv zugute halten muss und auch will. Und das möchte ich auch nicht unterschlagen, das ist die Art und Weise, wie man wirklich alles versucht hat, dann nochmal zurückzukommen. Ich glaube, es hat jeder gesehen. Wir haben viel probiert, allerdings nicht die richtigen Situationen für uns dann entscheidend gewählt, um dann früher vielleicht das 3-2 zu machen. Wir hatten eine große Chance, glaube ich, 70. 72 durch Patrick Schmidt, der aus der Drehung relativ frei abschließen kann. Wenn wir da nochmal zurückkommen, glaube ich, ist alles drin. So kam das Anschlusstor zu spät. Und hat uns einfach dann auch gegen gut verteidigende Bochumer die Räume gefehlt, beziehungsweise das schnelle Spiel über außen, um dann nochmal ganz anders nochmal im Ergebnis zu schrauben. Am Ende nochmal, wir können nicht so viele Tore schießen, wie wir heute verbockt haben in einem Spiel. Ist vielleicht das einzig Gute. Viele gravierende individuelle Fehler in einem Spiel, besser wie in jedem Spiel. Und die Kröte, die haben wir jetzt erstmal zu schlucken. Zwei Wochen das mit sich rumzutragen, ist nicht einfach und nicht nur wir müssen, sondern wir müssen das auch mit voller Überzeugung in zwei Wochen in Wiesbaden wieder viel, viel besser machen. Dankeschön. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um kurzes Handzeichen. Joachim Droll für die Bild, bitteschön. Thomas, du hast gerade die Art und Weise angesprochen, wie dir gefallen hat, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Aber ich glaube, die Jungs haben das Kompliment an dich zurückgegeben. Die haben gesagt, der Matchplan, der wäre total aufgegangen, den du gegeben hast. Aber ich glaube, das spielt eben auch das, was der Frank gesagt hat, in den Garten, die individuellen Fehler. Aber wie gesagt, das gehört auch dazu, sie auszunutzen. Also warst du sehr zufrieden mit dem, auch, was du ausgearbeitet hast? Ja, ist natürlich jetzt immer einfach zu sagen, dass es jetzt nur an dem Matchplan gelegen hat. Natürlich hatten wir einen Plan, wie wir Heidenheim bespielen wollen. Der ist, glaube ich, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut aufgegangen. Ich glaube, dass die Truppe sehr diszipliniert gespielt hat, auch taktisch sehr diszipliniert gespielt hat. Auch Silver hat unheimlich viel gearbeitet, weil wir ihn im Zentrum lassen wollten, weil der Aufbau meistens über Deutschland stattfinden sollte. Das haben wir ganz gut verteidigt. Die Abstände waren okay, die letzte Woche noch gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit nicht mehr gut waren. Und ich glaube, dass die Mannschaft einfach mal an der Reihe war, so ein Spiel zu gewinnen. Und heute, wie gesagt, sind wir alle glücklich. Und natürlich bin ich mit der Art und Weise zufrieden. Man versucht immer einen Plan mitzugeben. Auch, wie gesagt, jeder Trainer hat einen Plan. Manchmal geht er auf, manchmal geht er nicht auf. Wir haben Heidenheim zu Fehlern gezwungen und haben ein sehr, sehr gutes Umschalten gehabt. Und wir sind froh, endlich den Dreier eingefahren zu haben.